Inkognito ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Inkognito ist ein kleines, schwarz gefärbtes Pokémon, welches als Buchstaben des Alphabets sowie Frage- und Ausrufezeichen erscheint. Das Psycho-Pokémon besteht aus einem großen, geöffneten Auge und dünnen, schwarzen Gliedmaßen, welche die Formen der Buchstaben und Zeichen ergeben. Bei Frage- und Ausrufezeichen ist das Auge halb geöffnet, dieses besteht dann aus einer weißen Lederhaut und der kleinen, schwarzen und runden Pupille. In seiner Shiny-Form erscheint Inkognito dabei in einem etwas helleren Blauton. Inkognito ist ein geheimnisvolles Pokémon, welches sich durch ausgeglichene Fähigkeiten auszeichnet, aus denen seine Angriffskräfte hervorragen. Die einzige Attacke, die es beherrschen kann, ist Kraftreserve, eine ebenfalls mysteriöse Attacke, bei welcher es eine Kraftwelle freisetzt, welche je nach Exemplar einen anderen Typen annimmt. Seine Fähigkeit, durch die Luft zu schweben, bildet sich in seiner Fähigkeit Schwebe ab, die es vor Bodenattacken schützt. Inkognito stellt Wissenschaftler aller Generationen vor Rätsel. Das geheimnisvolle Symbol-Pokémon ist sehr selten, taucht jedoch immer in großen Schwärmen auf. Dabei will es antike Städte wie die Alf-Ruinen in der Johto-Region oder die Trostu-Ruinen in der Sinnoh-Region als Lebensraum. Inkognito tritt in vielen verschiedenen Formen auf. Man nimmt an, dass die Formen unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Es neigt dazu, an Wänden zu hängen. Sein Äußeres erinnert dann an antike Hieroglyphen alter Zivilisationen. Schon lange beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesem Zusammenhang und der Frage, ob Inkognito oder die Schrift zuerst existierte. Bisher jedoch ist die Frage ungeklärt und man nimmt an, dass Inkognito untereinander über Telepathie kommunizieren. Treffen mehrere Exemplare aufeinander, werden eigentümliche Kräfte freigesetzt. Dabei hat Inkognito keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinen Typen ist es immun gegen Bodenattacken. Es sei denn, die Fähigkeit Schwebe wird überbrückt oder in Generation 2, da macht Boden so oder so normal viel Schaden. Halben Schaden nimmt es gegen Kampf- und Psychoattacken und doppelten Schaden gegen Käfer-, Geist- und Unlichtattacken.